Was ist Schlafapnoe? Also man muss da natürlich prinzipiell unterscheiden. Es gibt den Patienten, der schlafgestört ist, der einfach schlafgestört ist, weil er nicht ein- oder nicht durchschlafen kann. Das ist natürlich eine völlig andere Baustelle als die Schlafapnoe. Bei der Schlafapnoe, wo Sie diese Atempausen im Schlaf haben, einfach weil es zum Kollaps, zum Zusammenfallen der Schlundmuskulatur kommt, da wird sozusagen eine maschinelle Beatmungsform empfohlen, das heißt CPAP. Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck. Man appliziert dem Patienten nur einen Luftdruck, um den zusammengefallenen Atemweg zu schienen. Ganz einfaches Verfahren, muss man sich dran gewöhnen, aber von den Therapieeffekten genial. Die Idee, dass es so eine Erkrankung gibt wie Schlafapnoe, die ist quasi aus Amerika mitgebracht worden und dann wurde hier quasi eine entsprechende Diagnostik in die Wege geleitet. Das heißt, man hat Systeme entwickelt, mit denen man die Atmung gerade insbesondere im Schlaf aufzeichnen konnte. Wenn man die Zahlen der Patienten, die wir heute tagtäglich sehen, anguckt, dann muss man sagen, dass doch eine riesengroße Patientenmenge unter dieser Erkrankung leidet.